Bezirk 1, ich werde das Desert Memorial Krankenhaus verständigen, dass hier ein Schwerverletzter ist. Ich kann Ihnen 5 Minuten dahin fliegen. Hier ist Sheriff Bogan. Ich werde jetzt diesen Mistkerl zurück ins Gefängnis bringen. Wir behandeln ihn dort. Sie haben mich sicher nicht verstanden, Sheriff. Ich kann ihn ins Krankenhaus bringen, bevor Sie ihn zum Highway gebracht haben. Over. Hören Sie zu, ich bin der Sheriff von Pope und Sie sind eine fliegende Politesse. Over. Dass ich diesen flüchtigen Gefangenen erschieße, dann machen Sie, dass Sie hier wegkommen, klar? Das ist mein Ernst, Politesse. Könntest du rangehen? Hawk! Ja? Könntest du ans Telefon gehen, bitte? Bis ich da bin, wird es aufgehört haben zu läuten. Tu mir den Gefallen. Wahrscheinlich hört es genau in dem Moment auf, wenn ich da bin. 10 Schritte. Ist schon in Ordnung. Du hattest recht. Was hast du denn jetzt wieder vor? Es hat so lange geklingelt, dass es wichtig sein muss. Also werden Sie nochmal anrufen. Für den Fall, dass Sie sich verwählt haben. Santini hier? Ich habe hier ein Erdgespräch für einen Mr. Huckleberry Hawk von einem Mr. James Blake. Übernehmen Sie die Gebühren? Klar. Bitte, Sir, sprechen Sie. Jimmy, wo steckst du denn? Außerhalb von Hondo, Texas. Aber ich bin nicht Jimmy, nur so eine Art Freund von ihm. Ich und Jimmy, wir kennen uns. Naja, wir haben zusammen im Knast gesessen. Was hat er denn diesmal angestellt? Naja, er ist mit so einer Geländemaschine hier über die hiesige Ponderosa gebrettert. Auf sowas können die hier in Texas nicht. Wie hoch ist die Kaution? Wohin soll ich sie schicken? Aber nein, Partner, er braucht keine Kaution. Wir sind heute Morgen ausgebrochen. Verdammt. Diese Gegend hier ist die Hölle und... Der Sheriff ein harter Knochen. Jimmy ist auf seiner Maschine nach Mexiko. Und mich hat eine heiße Blondine in einem Mercedes mitgenommen. Ich kann Ihnen sagen, das ist der Traum eines jeden Trampers. Alles klasse. Jimmy sagte mir, ich soll Sie anrufen für den Fall, dass er verhindert ist. Hat er sich schon gemeldet? Nein. Schätze, es gibt keine Telefonzellen draußen in der Wüste. Also, ich muss jetzt gehen. Warten Sie eine Minute. Ich habe keine Zeit, mein Fahrer wartet. Aus welchem Gefängnis sind Sie ausgebrochen? Bezirk Pope, Texas. Also, es kann losgehen. Wieso habe ich eigentlich das Gefühl, dass das da gerade ein Ärgergespräch war? Weil es eins war. Erinnerst du dich, dass ich dir von einem Jimmy Blake erzählt habe? Nein. Er hatte mich aus einem Indianergebiet rausgeholt, als ich abgestürzt war. Er hat Schwierigkeiten in Texas. Was für eine Art Schwierigkeiten? Er meinte, wegen unbefugten Betretens. Aha. Das Problem ist, er brach aus dem Gefängnis aus. Was du nicht sagst. Ja, und er ist auf dem Weg nach Mexiko. Und er will, dass du ihn jetzt rausholst aus dem Indianergebiet. Richtig. Verstehe. Dann will ich dir mal was sagen, Hawk.
Man bricht nicht aus einem Gefängnis wegen unbefugten Betretens aus. Texas ist nicht Vietnam. Wirklich, dass Jimmy das etwas anders sieht. Wie willst du einen Mann finden, der irgendwo auf der Flucht ist, auf dem Weg zur nächsten Grenze? Oh nein, mir hat es hier sehr gut gefallen während der letzten 2 Monate. Niemand in weißen Anzügen, der uns herumschubst, keiner in Jets, die hinter uns herjagen und niemand, der auf uns schießt. Das einzig Aufregende waren unsere üblichen Routine-Notfälle während des Fluges. Ich finde es gut so. Ich mag das, Helikopter zu fliegen auf altmodische Art, wie Gott es gewollt hat. Bist du fertig? Ja, ich musste das nur loswerden. Bitte sehr. Funktionieren. Also, worauf wartest du noch? Ich befürchtete, dass du das sagen würdest. $10,000. Ocelot, 15.000. Ich würde mir gern Ocelot schießen. Tja, deshalb bin ich im Geschäft, oder? Ja. Das da ist der alte Sam. Die erste Großkatze, die ich mitgebracht habe. Der Boss dieser Gruppe hier seit 10 Jahren. Hat ihn schon mal jemand angeschossen? Versucht schon. Einige sagen sogar, dass sie ihn getroffen hätten. Aber trotzdem hat den alten Jungen noch niemand zur Strecke gebracht. Wie viel? $50,000. Das wäre sicher wert. Justin, ich würde meine Seele für eine gute Jagd verkaufen. Weniger als 200 Einwohner, nur 4 Hauptgebäude. 2 davon scheinen Tankstellen zu sein. Da
Das muss das Bezirksgefängnis sein und das andere wahrscheinlich eine Bar. Eins von diesen typischen West-Texas-Kuhdörfern, wenn da nicht dieser Zaun wäre. Zaun? Schalte deine elektromagnetischen Sensoren ein. Was ist es? Ein elektrisch geladener Zaun und was für einer? 5000 Volt! Und der verläuft mindestens 50 Meilen durch und um diese Stadt herum. Eine Regierungsanlage? Laut unserer Karte nicht. Was sollen wir tun? Setz mich außerhalb der Stadt ab. Ich werde versuchen, so viel wie möglich über Jimmys Flucht herauszufinden. Und was soll ich machen? Däumchen drehen und mich irgendwo hinter diesem großen Zaun verstecken? Wovor hast du Angst? Der Zaun ist dazu da, um die Leute draußen zu halten. Wirklich? Vielleicht ist der aber auch dazu da, um die Leute drinnen zu halten. Entschuldigen Sie bitte. Warum sollte ich das denn, kleine Lady? Wenn Sie es nicht tun, werde ich Ihnen vors Schienbein treten. Ach, tatsächlich, wirst du das? Lass Sie zufrieden, Buck. Bitte schön. Danke. Ich bin Deputy Kathleen O'Shaughnessy, Texas Highway Patrol, Flugabteilung. Ich bin die fliegende Politesse, wie Sie sich ausgedrückt hatten. Darf ich mich setzen? Nein. Ich war in Ihrem Gefängnis, um mir den Gefangenen anzusehen, den Sie geschnappt haben. Der Hilfs-Sheriff sagte, ich brauche Ihre Erlaubnis. Ja, das stimmt. Nun, ich möchte ihn gerne sehen, bitte. Nein. Dieser Mann war verletzt. Hören Sie, es ist egal, was er getan hat und warum Sie ihn gesucht haben. Er hätte medizinisch versorgt werden müssen, aber Sie ließen das nicht zu, weil Sie mich eingeschüchtert haben. Ich könnte meinen Job nicht. Das werden Sie nie wieder tun. Und jetzt will ich diesen Mann sehen. Also, Politess, jetzt hören Sie mal genau zu. Wenn Sie Ihre Nase in Dinge stecken, die Sie nichts angehen, wird sie eingeschlagen. Egal, wie schön sie ist. Okay, Sheriff. Sieht ganz so aus, als wollten Sie die harte Tour einschlagen. Wir werden ja sehen, wie cool Sie sind. Ich werde mir einen Gerichtsbeschluss von Richter Blackmore besorgen. Wenn ich im Dienst bin, solltet ihr das nicht tun. Oder ihr werdet $200 bezahlen.
Suchst du etwa mich, meine süße Maus? Ich bin Deputy bei der Texas Highway Patrol. Und was hast du jetzt vor, Kleine? Willst du uns einen Strafzettel ausstellen? Seien Sie doch nicht albern. Wir können die Sache ja hier gerne vergessen, aber wenn Sie mich anfassen, dann... Was dann? Nein! Du hast einen Fehler gemacht, einen sehr großen. Hol ihr Auto, Billy. Fesselt sie, Männer. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, Cowboy. Sheriff, es war bestimmt ein UFO. Nein, es war kein UFO, es war ein Helikopter. Hast du schon mal einen Helikopter gesehen, der einen Transporter umgeblasen hat? Es war ein außerirdischer Sheriff. Verdammt nochmal, Billy, es war ein Helikopter. Wahrscheinlich einer dieser geheimen Militärgeschichten aus Fort Hood. Was ist denn mit deiner Stimme los, Billy? Sie hat mir auf den Hals geschlagen, als ich nicht hinsah. Als er nicht hinsah. Jedenfalls hat sie mir nicht zwischen die Beine geschlagen. Jungs, jammert mir jetzt nicht die Ohren voll, nur weil ihr euch bei der Jagd nach der Politesse mit eurem Transporter überschlagen habt. Wir hatten sie doch schon, Sheriff. Es waren UFOs, glauben Sie uns. Es kann gar kein Helikopter gewesen sein. Das Ganze ging so schnell, wir waren richtig sprachlos. Die hat uns regelrecht weggeblasen. Wir konnten überhaupt nichts sehen. Was ist los, Männer? Es sind UFOs, Mr. Houston, Außerirdische!
Es war ein Helikopter. Was hast du an der Kehle, Billy? Mr. Houston, glauben Sie, dass ein Helikopter meinen Laster umwirft? JJ, was hast du diesen beiden hier gegeben? Sie haben zu viel Geld zum Saufen, Mann. Sheriff, das war die Wahrheit, die reine Wahrheit. Ich bin... Das ist die Wahrheit, Sheriff. Die beiden haben nicht mal die Intelligenz eines hirnlosen Esels. Aber irgendwas hat sie verstört. Was immer es ist, ich kümmere mich drum. Wie du dich hier um alles kümmerst, ne? Darauf kannst du wetten. Ich hätte dann morgen was Heißes für dich. Ich kann dir nicht helfen. Und dieser Motorradfahrer und der Tramper? Die sind leider heute Morgen ausgebrochen. Tut mir leid, das zu hören, JJ. Dieser Typ wird uns 100.000 für eine Spezialjagd bezahlen. Gedulde dich. Na bitte, wer sagst denn? Vielleicht klappt's doch. Kannst du mich irgendwie ausweisen, mein Junge? Warum? Habe ich was getan? Mir ist alles gestohlen worden, sogar mein Auto außerhalb von El Paso. Wie bist du hierher gekommen? Getrennt. Hast du Geld? Genug für das Bier hier. Und wie wär's mit was zu essen? Nein, danke. Auf Kosten des Bezirks. Ich bin kein Landstreicher, Sheriff. Du bist hier im Bezirk Pope, mein Junge. Heißt das, ich kann mein Bier nicht mitnehmen? Mit deinen Stiefeln auf meinem Schreibtisch erwische, Bobby, dann wird deine Mutter schwarz tragen müssen. Ja, Sir. Setz dich, mein Junge. Hören Sie, Sheriff. Sie... Name? James Blake. Hey, Sheriff, das ist derselbe Name wie der des Motorradfahrers. Versuchst du komisch zu sein, mein Junge? Nein, Sir. Das ist mein Name. Vielleicht haben Sie den gefunden, der meinen Ausweis gestohlen hat. Ja, ein Motorradfahrer. Ist er noch hier? Nein, er ist abgehauen gestern. Er hat sich die große Maschine... Bobby! Weißt du, was ich glaube, Junge? Nein, Sir. Ich glaube, du bist ein Klugscheißer, der was im Schilde führt. Sheriff, mein Auto und mein Ausweis sind gestohlen worden in El Paso vor ein paar Tagen. Und ich behaupte, dass du lügst. Ja,
ich werde zu alt für sowas. Den ganzen Tag schwitzen, die ganze Nacht frieren. Was glaubt Hawk eigentlich, was ich bin? Eine Maschine? Oh, entschuldige, Kleine, ich wollte dich nicht beleidigen. Ja, aber du bist dafür gemacht, für all diese Abenteuer in der Luft. Die Gegend hier verunsichern. Transporter umboosten. Ja, das ist schon in Ordnung. Für Hawk und dich. Aber wenn man erst mal in mein Alter kommt, dann will man wissen, was so gespielt wird. Und nicht jedes Mal überrascht sein, wenn man sich umdreht. Du meine Güte. Bogen wird das nicht gerne sehen. Sheriff Bogen sieht viele Sachen nicht gerne. Er ist nicht gerade hier, oder? Nein, Ma'am. Na schön, sie reichen auch. Hier sind 4 Steckbriefe, und zwar zur Festnahme dieser Jungs, die mich letzte Nacht versucht haben zu kidnappen. Ach ja? Ach ja, wie könnte es auch anders sein? Sie wissen natürlich nichts darüber. Das ist von Richter Blackmun, San Antonio. Er will, dass der Gefangene vorgeführt wird, den Sheriff Bogen gestern nördlich dieser afrikanischen Jagdclub-Ranch gefangen hat. Der Motorradfahrer? Sie nennen ihn offensichtlich so. Bedauere, der ist geflohen. Wollen Sie sich über mich lustig machen, Officer? Ich sage Ihnen doch, er ist nicht hier. Und wer ist das? Das ist nicht der Motorradfahrer, den Sie suchen. Das ist James Blake. Das war auch der Name des Motorradfahrers. Aber er hat die Papiere dieses Kerls hier in El Paso gestohlen. Sie sind es, nicht? Suchen Sie James Blake? Wenn das der Motorradfahrer sein soll, den Sheriff Bogen gestern fertig gemacht hat, ja. Der Sheriff hat gesagt, er ist geflohen. Ich würde gerne ein paar Worte mit Ihnen reden, Miss... Deputy. Caitlin. Ich bin Huckleberry Hawk. Sie haben den Sheriff angelogen. Ja, natürlich habe ich das getan. Wir sollten reden, es ist wichtig. Ich bin ganz Ohr. Ich hole Sheriff Bogen. Tun Sie das jetzt, Sheriff. Na schön, Mr. Hawk. Was wollten Sie sagen? Na, Kätzchen? Warum legst du dich nicht einfach irgendwo in den Schatten, hm? Es muss doch heiß in der Sonne sein. Hier drin ist es auch sehr heiß. Ich kann nicht mal die Klimaanlage anstellen, weil sich dann die Batterien verbrauchen würden. Und wenn die Batterien verbraucht sind, kann ich nicht starten. Das ist dir auch egal, hä? Ja, natürlich. Weiter so, weiter so. Ja, leg dich hin, leg dich hin. Mach's dir gemütlich. Na klar, ruf doch noch ein paar von deinen Freunden. Gib eine Party. Ah! Oh, Sie müssen mir helfen. Wenn Jimmy noch lebt, bin ich vielleicht seine einzige Chance. Wie wollen Sie ihn denn finden? Das weiß ich nicht genau. Ich werde da anfangen, wo er zuletzt gesehen wurde.
Ich werde Sheriff Bogan für einige Dinge zur Rechenschaft ziehen lassen. Den Mord an Ihrem Freund eingeschlossen. Aber ich hole niemanden gewaltsam aus dem Gefängnis. Jetzt erkenne ich Sie. Bitte? Sie sehen einer Frau ähnlich, die ich vor kurzem traf. Hören Sie, wenn Sie mich hier schon nicht rausholen, dann lassen Sie mich wenigstens einen Freund anrufen. Er wird es tun. Wieso? Sheriff Bogan hat Sie nicht telefonieren lassen? Sieht er so aus? Nein. Sollten Sie was Illegales versuchen, dann werde ich Sie in die Zange nehmen. Das können Sie mir glauben. Schon klar. Mach schon! Steh auf und hau ihr ab. Ich habe keine Lust, dich zu erschießen. Und nimm deine Kollegen mit. Es wurde aber auch langsam Zeit. Ich glaube, ich habe mich selbst in Schwierigkeiten gebracht. Ja, ich mich auch. Ich bin hier in Pope und brauch dich. Du musst mich aus dem Gefängnis holen. Ja, wenn ich das Tarnnetz hier abbekomme, gern. Großartig. Da ist aber noch ein Problem. Ich kann das Netz erst abmachen, wenn die Löwen hier verschwinden. Was hast du da gesagt? Du hast mich doch gehört, Hawk! Ich bin hier von einer Herde Löwen umgeben. Eine ganze Herde. Es sind mindestens 6 oder 7 von den Viechern. Löwen? Ist Ihr Freund zur Jagd auf der Ranch? Ja, gewissermaßen. Wissen Sie, jeder, der diese schönen Katzen jagt, der sollte selbst gejagt werden. Tom, der Sheriff ist hier. Du musst dein Schätzchen mitbringen, wenn du mich hier... Ein Gefangener hat das Recht auf einen Anruf, Sheriff. Noch ein Wort, Politesse. Und Sie sind tot. Sie können mir nicht drohen, Sheriff. Ich werde nicht Caitlin. So... Caitlin! Der Junge hat gerade ihr Leben gerettet. Vorerst jedenfalls. Sperr sie ein, Bobby. Ja, Sir. Sheriff! Du hast mich also angelogen, mein Junge. Sie haben Jimmy getötet. Das kann schon sein. Und wie ich Sie kenne, werden Sie mich jetzt töten. Ich kann mir nicht leisten, dich zu töten, Junge. Ich werde dich zur Jagd einladen. Er hat ungefähr 200.000 Hektar, um sich drin zu verstecken. Natürlich ist das meiste davon Wüste. Nicht gerade wie Vietnam, was? Nein, Sir. Ich wünschte, ich hätte dabei sein können. Warum waren Sie es nicht? Meine Mutter war schwer krank und ich musste mich um sie kümmern. Hey, ich hab was. Ich würde nicht auf JJ zielen. Es ist nämlich möglich, dass er hier hält. Gebe deine rechte Hand, mein Junge. Schwöre die Gesetze von Texas und den Bezirk Pope tatkräftig zu vertreten. Ja, ich schwöre. Du bist jetzt ein amtlicher Hilfs-Sheriff. Ich habe einen Gefangenen hier rumlaufen. Du kannst deinen Arm jetzt runternehmen, mein Junge. Ich habe einen entflohenen Sträfling da draußen. Greif ihn dir. Yes, Sir.
Wie wollen wir ihn denn hier finden? Er wird die ausgetrockneten Flussläufe benutzen, um schnell außer Reichweite zu kommen. Wir werden seine Spur sicher bald finden, dann ist er tot. Okay, ich knall ihn ab. Bingo. Hä? Da. Macht hier ganz schön Sturm, Sheriff. Sie meint, sie würde jeden herholen, vom Gouverneur angefangen bis zur Nationalgarde. Buck sitzt jetzt im Saloon. Sag ihm, er soll die Jungs rüberbringen. Die werden ihr das Stänkern schon austreiben. Ist das wirklich nötig, Sheriff? Wenn du ein gutes Rudel Hunde hast, Bobby, musst du ihnen ab und zu etwas Fleisch geben. Ja, Sir. Setz doch nicht rum, Mann. Mach dich schussbereit. Wo hast du das Schießen gelernt? Bei deiner Mutter? Hier kann nicht weit sein. Diesmal fasse ich ihn. Halt den Mund. Was ist das? Das gibt's doch alles nicht. Wirklich unglaublich. Es hat doch funktioniert, oder? Ich bin einfach rausgegangen und habe das Netz abgemacht. Tja, aber wie? Ich will nichts mehr davon hören. Ankunft in 3 Minuten.
Und sie ist Helikopterpilotin, ja? Ja, bei der Texas Highway Patrol. Aha. Und wie heißt sie? Süßer Käfer. Nimm sie dir, Backe. Ja, das werde ich. Hey, was ist denn los? Wovor hast du Angst, hä? Wenn du so eilig hast, warum gehst du nicht rein und holst sie dir? Das war jetzt das zweite Mal, süßer Käfer. Ein drittes Mal wird es nicht geben. Die Gewehre 1 und 2. Gewehre 1 und 2. Sheriff. Außerirdische. Ich hab's ja gesagt, es war ein Helikopter. Ich werde es ganz leicht machen. Sogar für Sie. Sie haben genau 30 Sekunden Zeit, das Mädchen rauszuschicken. Holen Sie raus, Bobby. Ja, Sir. Wir können Sie nicht gehen lassen, Sheriff. Sie wird uns identifizieren. Es war keine Rede davon, Sie gehen zu lassen. Los, holt eure Gewehre. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Es war falsch, was Sie ihm da angetan haben. Und ich will nicht daran beteiligt sein. Kommen Sie, ich lasse Sie hinten raus. Hey, Hawk, zwei Leute gehen aus der Hintertür raus. Er hilft, Sheriff. Er hilft dir zu fliehen. Das zu tun. Wir wollen es so. Alles in Ordnung? Ja. Huckleberry Hawk? Was
das denn? Sie kennt dich? Sie vermutet es nur. Wer spricht da? Also, wer immer Sie auch sind, danke. Bitte, gern geschehen. Warten Sie eine Minute. Den Sheriff und die Hälfte der Cowboys in der Stadt in die Luft gejagt. Um sie zu retten. Wer hat das gesagt? Das verrate ich nicht. Wer immer Sie auch sind, es wird eine Verhandlung stattfinden. Und Sie werden einige Fragen beantworten müssen. Wieso? Weil das Gesetz es so will. Wir sehen uns, Kleine. Wartet! Es ist nicht besonders schwer, einen Mann mit einem solchen Namen zu finden. Irgendwie war sie niedlich, was Sorg? Niedlich, sie ist doch noch ein Kind. Ich wusste nicht, dass die Highway Patrol in Texas ihre Helikopter von Kindern fliegen lässt. Weißt du, was man ihr in Texas sagt? Was? Sie bekommen immer ihren Mann. Das sagen sie in Kanada auch. Na ja, es ist auch dasselbe Prinzip. Oh, there's a yellow rose in Texas that I am gonna see. Nobody else could miss her, not half as much as me. Oh, she cried so when I left her, it liked to make me cry. And if I ever find her, we never more.